Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategieticker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Freitag, den 27. September. Der Markt verharrt nach wie vor in einem neutralen Modus. Ich hatte das die letzten Tage schon angesprochen, aber es nehmen die Stories zu, die sich ganz interessant entwickeln. Wir haben im Frankfurter Börsenbrief einige dafür für Sie aufgelegt. Im DAX macht im Moment ThyssenKrupp von sich reden. Sie wissen, das Unternehmen, er steht ja schon seit einiger Zeit in einem schwierigen Fahrwasser. Insbesondere das Fiasko bei den Stahlwerken in Übersee in Amerika hat ThyssenKrupp sehr viel Geld gekostet. Jetzt will man neues Geld mit einer Kapitalerhöhung reinholen. Das ist natürlich immer ein bisschen ein sensibles Thema wegen der ThyssenKrupp Stiftung. Gestern hatte man noch sensiblerweise und mit ein bisschen Anstand die Trauerfeier um Berthold Beitz abgewartet. Heute gibt es Nachrichten, dass eine Kapitalerhöhung ansteht. Zunächst einmal wahrscheinlich nicht die 38%, die die Hauptversammlung schon genehmigt hat, sondern nur 10%. Das hat den Charme, dass man das im Schnelldurchgang bei institutionellen Investoren ohne Bezugsrecht platzieren kann und damit schnell an neues Geld kommt. Ist auch die Rede von einer neuen Wandelanleihe. Für meine Begriffe ist das ein sinnvoller Weg. ThyssenKrupp hat es natürlich noch schwer. Stahlindustrie liegt nach wie vor da nieder. Also drängt sich hier ein Investment nicht auf. Womit kann im Moment noch Geld verdient werden? Im Update hatten wir vor 3 Wochen die indische Rupie vorgestellt. Von unserer Internetzeit, die hat sich sehr gut entwickelt. Die indische Rupie war die festeste Währung in diesem Monat. Natürlich muss man da den Basiseffekt zugrunde ziehen. Vorher hatte sie auch sehr scharf abgewertet bis zum 28. August. Ein Großteil ihres Wertes verloren, aber seither, seit in Indien eine Zinserhöhung vorgenommen wurde von der Notenbank, ist der Weg aufwärts gerichtet und auch die Entscheidung der amerikanischen Fed, auf das Tapering vorerst zu verzichten, sorgt dafür, dass wieder Geld in die Emerging Markets fließt. Wir haben in Asien in den letzten Wochen auch eine sehr nachhaltig positive Entwicklung gesehen. Davon hat die indische Rupie sehr stark profitiert. Jetzt gibt es Nachrichten vom Gouverneur der indischen Notenbank, dass man den Banken erlaubt, auch größere Ausleihungen aus größere Kreditgeschäfte mit dem Ausland abzuschließen. Das heißt, es wird mehr Geld nach Indien wieder fließen und deswegen ist davon auszugehen, dass sich die Rupie weiter befestigen kann. Leider gibt es in Deutschland dafür keine Optionsscheine oder Knockout-Zertifikate. Sonst hätten wir das im Brief auch schon gemacht, sondern wenn Sie daran partizipieren wollen, dann geht das nur über CFDs. Aber das ist nach wie vor eine sehr vielversprechende Assetklasse, die für meine Begriffe ihren Weg noch nicht beendet hat. Was den Gesamtmarkt ansonsten anbelangt, wie gesagt, jetzt ist die Zeit, um neue Käufe vorzunehmen. Das vierte Quartal wird sicherlich sehr stark und deswegen bitte jetzt schon mal die Investments vornehmen, die dann im vierten Quartal die Ernte einfahren sollen. Das waren die Hinweise für heute und für diese Woche. Danke für Ihr Interesse. Ab Montag begleitet Sie wieder Walter Thissen, kompetent durch die Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Bernhard Klenzing.